Und Dämon in einer Gestalt. Mit seiner Wirtschaftskraft und seinem demografischen Gewicht ist China längst zu einem dominanten Faktor der Weltpolitik geworden. Das Land hat sich in der globalisierten Weltwirtschaft unentbehrlich gemacht. Und damit sind ökonomische Abhängigkeiten entstanden, die den Westen in der Durchsetzung seiner Ideale und Werte erpressbar machen. Chinas Autokratie geht scheinbar unbeirrbar seinen machthungrigen Weg und ist darüber ein Garant russischer Kriegs- und nordkoreanischer Drohpolitik. Innenpolitisch sicherte das System Xi Jinping bisher seine Macht unerbitterlich. Dennoch gibt es nun Proteste. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Frank Müller-Rosentritt, Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion und Berichterstatter für Asien und China seiner Fraktion. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße sehr herzlich Diana Kinnert, Publizistin, Jungunternehmerin und Mitglied der Fachkommission Werte, Fundamente und Grundlagen der CDU. Herzlich willkommen auch an Sie. Hallo. Frau Kinnert, wir wollen heute über China sprechen, insbesondere wofür das moderne China steht. Auf welchem Wertefundament gegründet sehen Sie China denn heute? Das ist schwierig zu beantworten. Was ich aus China mitbekomme, sind vor allem technologische Fortschritte, viel Dynamik, auch in den Wirtschaftsbeziehungen, künstliche Intelligenz, Algorithmen. Ich bin Konsument von TikTok, muss mir selber die Frage stellen, inwiefern das am Ende wertegeleitete Produkte nach außen trägt oder ob ich damit auch ein System mitfüttere mit meinen Daten, das am Ende Sozialverhalten auch bestraft in China. Insofern ist es für mich ein Land, das erstmal sehr widersprüchlich ist, das sehr kapitalstark ist, das extrem in die globalen Wirtschaftsbeziehungen eingreift und das aber in sich trotzdem gesellschaftlich extrem geschlossen rüberkommt. Wenn wir uns China angucken, China ist das kommunistische China, ist die Volksrepublik China, die seit den 70er Jahren ja eine enorme Wandlung durchgemacht hat. China hat sich geöffnet, aber vor allen Dingen eben im wirtschaftlichen Sinne geöffnet. Ist das tatsächlich eine Öffnung, die ausschließlich ökonomischer Natur war? Absolut, da gebe ich nur 100% recht, denn wir müssen uns von der naiven Vorstellung verabschieden, dass die Freiheit die Geschichte quasi automatisch an ihrer Seite hat. Das ist eine Illusion, das sehen wir jetzt, das sehen wir an Russland, das sehen wir an China. Und die offene Gesellschaft, die Menschenrechte, die demokratischen Wertesysteme, die wir alle teilen, die ja unteilbar sind weltweit, die haben große Feinde. Und einer der größten Feinde auf dieser Welt ist die Kommunistische Partei Chinas. Und wenn wir das heute auch noch mal so rückblickend betrachten, würden Sie sagen, dass wir da in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten auch einen der größten Widersacher letztendlich groß gemacht haben durch eigene Profitsucht? Ich glaube, in den letzten Jahren, wenn man sich auch mal die Politik von Angela Merkel anschaut, in den letzten Jahren, wie oft war sie in China? Ich habe 12-mal auf Staatsbesuch in China, nur 3-mal in Indien, wie oft in Japan? Also das ist ein Bruchteil davon, wie oft sie quasi das kommunistische Regime hofiert hat, hat sie unsere demokratischen Partner besucht. Und deshalb kann man schon davon ausgehen, dass wir mit unserer relativ naiven Politik gegenüber Autokratien mit dafür gesorgt haben, dass wir teilweise auch Narrative, die sie selbst gerne in die Welt senden möchten, selbst übernommen haben. Und das war gefährlich. Das war gefährlich bei Russland. Und ich warne davor, dieselben Fehler noch einmal bei China zu tun. Mhm. Davor wird gewarnt, Frau Kinnert. Hat der Westen so ein Stück weit vergessen bei der Entwicklung, die China mitgemacht hat, auch demokratische Schritte anzumahnen oder zumindest mal stärker in den Fokus zu rücken? Ich denke schon. Ich glaube, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine für uns alle ein Lernmoment jetzt auch war, dass wir genau in außenpolitischen Belangen, wenn es um Wirtschaftspolitik, wenn es um Handelspolitik geht, dass man das anders prüfen muss, dass es um Umweltkriterien geht, dass es um Sozialstandards geht, dass es auch um demokratische Rahmenbedingungen geht. Ich glaube, die deutschen Investitionen in China sind inzwischen bei 90 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Das sind also tiefe Verflechtungen und ich glaube, dass das jetzt neu auf den Prüfstand gehört. Hm.
wenn man das mal charakterisieren soll, wo China denn steht mit seiner Wirtschafts- und Gesellschaftsform, wie müsste man das einsortieren? Es ist ein extremer digitaler Überwachungsstaat, der darauf basiert, dass in dem Moment, in dem ich nicht nur öffentliche Plätze beobachte und berechnen kann, sondern jeden Raum eigentlich von Sozialverhalten für mich lesbar machen kann, auch genau vorkalkulieren kann, wo vielleicht eine Art von Protest, ein sozialer Konflikt entstehen kann und ihn in genau dieser Vorausschau auch wieder drosseln kann. Und ich glaube, das ist extrem gefährlich, weil genau so sich all das, was wir aus der Geschichte kennen, nämlich wie Protestbewegungen entstehen, wie auch Revolte entsteht, wie ein Freiheitsdurst auch ansteckend ist in Sozialschichten, dass genau das gebremst werden kann. Und das halte ich für total totalitär. Mhm. Wenn man sich das anschaut, gibt es ja durchaus einige Nachahmer in der Welt. Wenn man sich das Modell, Gesellschaftsmodell anguckt, ob im Nahen Osten oder in Südamerika, auch in Afrika, hat der Westen, wenn man das so sieht und auch sieht, dass die Demokratien eher auf dem Rückmarsch sind als auf dem Vormarsch, ein Stück weit einen Systemwettstreit verloren? Ich würde nicht sagen verloren. Ich glaube, nichts ist wirksamer als die Zeit. Ich glaube, wir sind noch längst nicht, wie das einige Philosophen einst sagten, am Ende der Geschichte angelangt. Ich glaube, wir haben noch viele Jahre vor uns, um auch die Dinge positiv zu gestalten. Wir haben uns als Weltgemeinschaft gemeinsam den aufgeschrieben, dass Menschenrechte unteilbar sind in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Wir haben uns für Freiheitsrechte vereinbart, individuelle Freiheitsrechte, Demonstrationsrechte, das freie Ausübung der Religion, so viele Freiheitsrechte und all diese Freiheitsrechte, die treten halt eben kommunistische Systeme mit Füßen und China ganz besonders, wenn man davon ausgeht, was für Xi Jinping die größte Niederlage der Geschichte war, dann ist das im Prinzip der Zerfall der Sowjetunion. Und da lässt ja keine Gelegenheit aus, auch innerparteilich immer wieder darauf hinzuweisen, welche Fehler damals gemacht worden sind bei dem Zerfall der Sowjetunion. Warum ist die Sowjetunion zerfallen? Aus seiner Geschichte, warum ist der Kommunismus in Russland damals so gescheitert? Und er unternimmt alle Anstrengungen, dass das halt eben in China nicht passiert. Und eines der größten Sorgen war halt damals von ihm, dass einer der größten Fehler war, was er analysiert, dass Russland oder die Sowjetunion damals seine eigene Ideologie aufgegeben hat und damit quasi anfällig war für aus sowjetischer Sicht Indoktrinationen von außen. Und das versucht natürlich Xi Jinping und die Partei halt eben komplett zu verhindern. Und da gebe ich Ihnen komplett recht. Das ist ein Überwachungsstaat. Und Xi Jinping sagt selber, ich darf das hier zitieren, ich habe das extra mitgebracht. Er sagt, also Xi Jinping, Zitat, Regierung, Militär, Gesellschaft und Schulen im Norden, Süden, Osten und Westen. Die Partei herrscht über alles. Zitat Ende. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Frau Kinnert, aktuell stellt sich der Westen oder vor allen Dingen Deutschland auch ein Stück weit anders auf bei der China-Politik. Seit die neue Regierung im Amt ist, gilt vor allen Dingen das Stichwort einer wertebasierten Außenpolitik. Ist das ein überfälliger Schritt? Das ist ein längst überfälliger Schritt. Wir haben jetzt bei Russland gemerkt, wie sehr es uns selbst schadet, wenn wir auf Staaten setzen, die zwar sehr geschlossen und stark scheinen, die aber eigentlich instabil sind und die vor allem auch unzuverlässig sind, weil eben soziale Stabilität gar nicht natürlich gegeben ist, sondern sie irgendwie konstruiert ist. Und das könnte passieren in dem Moment, in dem China sich gegen Taiwan anders entwickelt, als wir uns das wünschen, könnte es sein, dass genau wir dann wieder unter Zugzwang sind. Und genau da ist es eben wichtig, dass wir uns in all diesen Dingen diversifizieren und keine Abhängigkeiten weiter zulassen in Länder, in Diktaturen, die uns dann erpressbar machen. Mhm. Diese wertebasierte Außenpolitik, ist das ein Reflex auf das, was zwischen Russland und der Ukraine passiert ist? Oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, dass es eigentlich schon längst hätte passieren müssen und das auch das Wertesystem ist, was man anwenden muss weltweit?
Ich glaube, es ist zweischneidig. Natürlich ist der russische Überfall etwas, das uns alle hat aufschrecken lassen und wo wir mit neuer Energie und Wachsamkeit auf diese Prozesse gucken. Allerdings ist die Globalisierung an sich ein Prozess, der ja schon seit Jahrzehnten da ist. Wir haben andere Nachhaltigkeitsambitionen, wir haben andere Ansprüche bei Sozialstandards. Wir sind dabei, Lieferketten stärker zu kontrollieren. Da ist, glaube ich, auch schon ein schleichender Prozess hinter dem Überfall, da eigentlich mehr genau hinzugucken. Wertebasierte Außenpolitik, ist das der richtige Weg im Moment? Weil es ja auch schwierig ist, diese durchzusetzen. Ja, aber man muss anerkennen, dass es eben nicht nur der Überfall Russlands auf die Ukraine ist, sondern ich höchst selbst habe den Koalitionsvertrag mitverhandelt, Außenpolitik. Und wir haben tatsächlich schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine uns auf eine neue Art der Außenpolitik verständigt. Wir haben erstmalig gegenüber Russland kritische Worte gefunden im Koalitionsvertrag. Wir haben erstmalig auch deutlich kritische Worte gegenüber China aufgeschrieben. Und wir haben was Historisches gemacht. Wir haben ein offizielles Regierungsdokument erstellt, wo Taiwan vorkommt und dass wir hier ganz klar sind, dass halt eben Veränderungen nur im beiderseitigen Interesse ohne Gewalt organisiert werden dürfen und, extra das demokratische Taiwan erwähnt. Das sind schon große, große Schritte, die entstanden sind, weil sich hier drei neue politische Partner gefunden haben und tatsächlich auch eine Weiterentwicklung der Außenpolitik gemeinsam organisieren wollten. Mm. Nun ist vergangenen Donnerstag ein Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministeriums öffentlich geworden, wonach deutsche Firmen mit China-Geschäft stärker in ein Berichtssystem gezwungen werden sollen. Ist das der richtige Ansatz, um die gefürchtete Abhängigkeit mit China ein Stück weit zu dämpfen? Sie nehmen mir meine Antwort nicht übel, aber als Liberaler und freier Demokrat bin ich grundsätzlich immer skeptisch, wenn was mit mehr Bürokratie, wenn was mit mehr Berichtspflichten einherkommt. Wir machen Politik gegen diese Dinge, dass man wirklich frei sein kann. Aber Freiheit und Verantwortung sind halt zwei Seiten der gleichen Medaille. Und jeder Unternehmer, der zukünftig Erfolg haben möchte, muss ich hinterfragen, welche Abhängigkeiten habe ich in diesem Markt? Welche Abhängigkeiten habe ich in meiner Lieferkette? Somit braucht es keine Berichtspflichten von Robert Habecks Ministerium, um noch mehr Bürokratie zu organisieren, sondern es bedarf der Vernunft des Unternehmens und in die Vernunft setze ich, dass man selbst dem quasi als Unternehmen resilient genug ist, um halt eben in diesem Systemwettbewerb zu überleben. Und ich war jüngst, wenn sich das noch anschließen darf, bei der Asien-Pazifik-Konferenz vor wenigen Wochen gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz. Und über 600 Unternehmer, Firmenchefs, mittelständischer Unternehmen, auch große DAX-Konzerne waren da anwesend. Und es gab quasi nur ein einziges Thema, was die Unternehmer sich selbst gegeben haben in diesen drei Tagen in Singapur. Wie machen wir uns unabhängiger von China? Wie können wir unsere Lieferketten diversifizieren? Wie können wir unser Unternehmen resilienter machen? Und wo sind neue Märkte, die ich für mich erschließen kann? Und wo sind neue Produktionsstandorte, an denen ich auch weiter produzieren kann, falls es zum Äußersten aller Umstände kommt und wir wegen eines Überfalls Chinas auf Taiwan auch China sanktionieren müssten, dass quasi dann auch weiterhin Lieferketten resilient sind gegenüber solchen Maßnahmen. Sie haben es schon ein Stück vorweggenommen. Die Wirtschaft hat natürlich gleich Protest angemeldet. Da hagelte es Kritik aufgrund dieses neuen Berichtssystems, was da eingesetzt werden soll. Man sagte, das käme jetzt zur Unzeit. Was wäre denn die richtige Zeit für so etwas? Oder ist es grundsätzlich falsch, ein solches Berichtssystem einzuführen? Zusätzlich Bürokratie ist grundsätzlich, gibt es nie die richtige Zeit. Also mit Ihnen wäre das nicht zu machen, diese Vorschläge der Grünen und aus dem Wirtschaftsministerium? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass sich jeder Unternehmer überlegt, wo habe ich Abhängigkeiten? Wir haben gigantische Abhängigkeiten. Ein Beispiel zum das Material Gallium, wo wir fast 100% dieses Edelmetalls aus China importieren. Das brauchen wir aber ganz dringend für unsere Chipproduktion oder für unsere Waferproduktion in Deutschland. Und hier gäbe es auch andere Quellen in Deutschland, die müsste man erschließen. Aber als allererstes muss man ja vom Allgemeinen ins Spezielle kommen. Und das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch genauso niedergeschrieben, dass wir erst mal schauen müssen, wo haben wir überhaupt Abhängigkeiten.
von China und dann zu schauen, wie kann ich die Abhängigkeiten, die ich dann identifiziert habe, auch sukzessive reduzieren. Japan macht das hervorragend. Auch hier war ich jüngst vor 2 Wochen in Tokio. Die haben ein eigenes Ministerium für Wirtschaftssicherheit, wo sie ausschließlich diese Abhängigkeiten überprüfen, gucken, wie kann ich da auch unabhängiger werden und quasi resilienter werden gegen diesen Staat, der unmittelbar daneben ist. Und ich glaube, da kann man auch von Japan viel lernen. Und das wäre meine generelle Empfehlung, viel mehr zu unseren demokratischen Partnern in Asien, Südostasien zu schauen, um gemeinsam hier einen Weg zu finden, wie man mit dem kommunistischen System in China umgeht. Mhm. Also das Wirtschaftsministerium ist nicht das einzige Ministerium, was da Ideen hat, wie man mit China umgehen soll, sondern es ist auch das Auswärtige Amt. Annalena Baerbock plant da eine eigene wertebasierte China-Politik. Würden Sie aus Ihrer Sicht auch sagen, das belebt das Geschäft, so eine Konkurrenz zwischen 2 Ministerien? Also es ist total klar, dass die Welt, wie sie passiert, nicht in Ressorts einteilbar ist. Und insofern ist klar, dass unterschiedliche Arbeitsstellen dazu eine Position und eine Beziehung aufbauen müssen. Ich glaube ganz grundsätzlich schon, dass es China politische Leitlinien auch braucht für die deutsche Wirtschaft. Wo ich die deutsche Wirtschaft aktuell verstehen kann, ist, wenn es um Gerüchte geht. Also man weiß nicht genau, was sind die Berichtspflichten, man weiß nicht genau, was kommt wann. Und das ist schwierig, gerade für einen Mittelstand, der jetzt in der Inflation, der unter Energiekrisen leidet und keine Planungssicherheit hat. Aber die Investitionen vertiefen sich zwischen Deutschland und China. Und da wäre es schon wichtig, dass es dafür Leitlinien gibt, dass man auch guckt, ob es eine gleichberechtigte Teilhabe in der Wirtschaft ist, ob europäische Staaten an einem Terminal in China beteiligt sind. Das ist irgendwie undenkbar. Und genau auf solche Dinge muss man politisch, glaube ich, schon Acht geben. Da kommen wir gleich noch zu. Aber auf das Vertiefen würde ich gerne noch mal eingehen. Würden Sie das eher als schlecht oder als nicht opportun bezeichnen, dass sich die Beziehungen eher vertiefen? Müssten Sie sie nicht viel stärker, wie Herr Müller-Rosentritt auch gesagt hat, noch diversifizieren? Diversifizieren auf jeden Fall, vor allem auch in demokratischen Ländern und zwar gar nicht unbedingt, weil das nur wertebasiert ist, sondern weil das dem Eigeninteresse dient, weil das die stabileren Staaten sind, weil die auf Gesellschaften fußen, die natürlich gewachsen sind. Wo ich mir Gedanken darüber mache, ist, ob man das tatsächlich abbilden kann auf mehr Engagement und wenig Engagement, sondern es geht ums richtige Engagement. Wenn es eine Engagementform ist, wo man auch die Zivilgesellschaft in China selbst mit erreicht, wenn das schöne Produkte sind, die wir hier in Europa irgendwie weiterentwickeln können, dann sind das mit Sicherheit technologische Rahmenbedingungen, die dort besser laufen aktuell, von denen man profitieren kann. Wenn es eben darum geht, Vorprodukte zu entwerfen, auch für kritische Infrastruktur hier, dann sind das wahrscheinlich die falschen Felder. Das heißt, es geht sehr, sehr wahrscheinlich nicht darum, politisch einzufordern, ob man sich weniger investiert oder mehr, sondern was sind die richtigen Stellen und wo ist da auch der Fortschritt für uns dabei. Mhm. Frau Kindert hat es eben schon kurz angesprochen, Herr Müller-Rosentritt. In diesem Sommer ging es ja um den Streit um die Beteiligung eines chinesischen Staatskonzerns am Hamburger Hafen. Der Kanzler hat das letztendlich auch mit durchgesetzt, wenn auch in einer geringeren Beteiligung als ursprünglich mal angedacht. Aber da gab es durchaus auch massive Kritik von Seiten des FDP-Ressorts. Wie muss man damit zukünftig umgehen? Ja, hier teile ich die Einschätzung von Olaf Scholz explizit nicht. Ich habe damals auch zu den prominenten Einlassern gehört. Und weil man sich vor Augen führen muss, dass wir in Europa auch in den letzten Jahren unter Angela Merkel immer dieses Thema hatten, systemischer Rivale, Partner und wirtschaftlicher Konkurrent. Da haben wir noch überlegt, ja, wie ist das jetzt, wo sind wir da? Und die Kommunistische Partei Chinas, die hat diese Frage für sich schon längst beantwortet. Für die sind wir systemischer Konkurrent und ausschließlich wirtschaftlicher Rivale. Von Partnerschaft ist da keine Frage. Und wenn man schaut, wie dieser ganze Parteiapparat organisiert ist, wie viel auch eigentliche Staatsaufgaben jetzt in die Parteizentrale hinübergewandert sind, wie Organisationen umbenannt werden im Ausland, nur damit man den Anschein von Rechtsstaatlichkeit, von der Staatlichkeit erwecken kann, dann sieht man, wie durchdacht, wie unglaublich organisiert die Einflussnahme ist. Und da gibt es natürlich viele, die dann, oder es gibt, man fällt dann vielleicht auch leicht darauf ein, wenn man die Kenntnis nicht hat und geht dem dann auf dem Leim. Und deshalb rate ich dazu, dass wir uns in Deutschland eine wirklich gute China-Kompetenz aneignen, wirklich viel mehr Menschen unterstützen auch finanziell, wie Merix zum Beispiel, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen, um halt eben hier
wirklich nach vorne zu kommen, um zu überlegen, wie kann ich damit umgehen. Also deshalb ist es ganz wichtig, wenn man Engagements hat von China in Europa, dann müssen wir auch schauen, was ist auf der gleichen Zeit auch in Deutschland in China möglich. Und solche Geschäfte, wie sie China jetzt aktuell in Deutschland macht, Beteiligung an kritischer Infrastruktur, das wäre quasi, würde die kommunistische Partei in China niemals zulassen. Sie haben gesagt, dass China uns vor allen Dingen als Rivale und als Konkurrent sieht. Wenn wir das betrachten, viele haben ja gesagt zu Beginn des Ukraine-Kriegs, dass unsere Abhängigkeit von Russland fatal war und natürlich jetzt auch große Auswirkungen hat auf unsere wirtschaftliche Prosperität. Wie ist es denn mit China? Wie abhängig sind wir letztendlich von China? Von Rohstoffen, von Absatzmärkten, von Produktionsstätten? Ja. China möchte natürlich eins, dass wir glauben, dass wir extrem von denen abhängig sind, um uns quasi unter Druck zu setzen. Das macht China weltweit, insbesondere im sogenannten globalen Süden. Aber wir haben ja in den letzten Jahren auch die Narrative der Kommunistischen Partei Chinas übernommen und sind durch die Gegend gelaufen, also ich nicht, aber viele, die gesagt haben, ja, wir sind zu abhängig, wir können nichts organisieren. Und allen voran war es Angela Merkel, die ja auch immer bei Russland gesagt hat, wir können das und das nicht machen, weil das würde quasi die russische Seele verletzen. Genauso auch, es war erst 2014, als Angela Merkel noch eine strategische Partnerschaft angeboten hat, China, und sich geweigert hat, viele Dinge nicht anzusprechen in der Öffentlichkeit aus Angst vor Repressalien Chinas. Aber man muss auch umgekehrt sehen, auch China ist extrem abhängig von uns. So, diese Abhängigkeit besteht auf beider Seiten. Deshalb Abhängigkeit ist es, wegen der Absatzmärkte, meinen Sie? Abhängigkeit wegen der Absatzmärkten. China ist also mindestens genauso abhängig von Europa und von den USA wie umgedreht. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese Abhängigkeiten zu kennen, unsere eigenen Abhängigkeiten, und die sukzessive zu reduzieren. Und andere Länder machen uns das vor, die genau schauen, wo habe ich Abhängigkeiten von China, wo kann ich sie reduzieren, wie ist meine Energieversorgung. Und ich glaube, da wäre die Bundesregierung gut beraten, selbiges zu tun. Mhm. Frau Kinnert, letzte Woche war Ratspräsident Charles Michel in Peking hat noch mal versucht, China da auch ein Stück weit von Russland zu lösen, was ihm natürlich nicht gelungen ist, was uns auch nicht weiter überrascht hat. Er hat aber auch wirtschaftspolitisch gemahnt, dass das Handelsbilanzdefizit zulasten der Europäer zu groß ist und dass man dort reagieren müsste. Und er hat da vor großen Abhängigkeiten gemahnt. Ist es grundsätzlich der richtige Weg, dass Europa da als Ganzes auftritt und dort auch seine Interessen entsprechend vertritt? Oder ist es letztendlich doch sinnvoller, wenn die einzelnen Länder das tun? Ich glaube, dass sich beides nicht ausschließt. Die Aufregung auch um den Hamburger Terminal basierte ja nicht auf der Singularität des Ereignisses, sondern dass da etwas losgetreten wird, wo keiner europäisch in der NATO monitort, was da überhaupt passiert und wo genau die Beteiligungen liegen. Und dieser Prozess gar nicht begleitet und geprüft wird. Und insofern bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das ein Thema ist für die Bundesregierung, dass das aber auch ein Thema ist für die Europäische Kommission, dass es ein Thema für die NATO ist und dass manche Staatenbunde da auf jeden Fall auch gemeinschaftlich auftreten sollen. Mhm. Herr Müller-Rosentritt, Olaf Scholz ist durchaus kritisiert worden für seine Reise nach Peking, unter anderem auch von anderen europäischen Ländern. Da war es wieder, dass Deutschland als einzelnes Land dort eben hingereist ist. Vor allen Dingen Frankreich war irritiert. Ist sich, wenn es um China geht, letztendlich doch jeder der Nächste? Nein, also ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich komme auf Ihre Frage zurück, keine Angst. Aber ich würde auf Ihre vorhergehende Frage gerne noch mal antworten und die ganz klar mit Ja beantworten. Ich glaube, Resilienz gegenüber Autokratien oder in dem ganz konkreten Fall Resilienz gegenüber China mit der Kommunistischen Partei an der Führung entsteht ausschließlich durch innere Kohärenz. Und diese Kohärenz müssen wir in Deutschland schaffen. Das heißt, wir müssen erstmal ein Umfeld schaffen, was überparteilich ist, dass wir überparteilich uns einig sind, dass wir hier quasi es mit einem systemischen Rivalen zu tun haben. Dass wir uns nicht gegenüber solchen Machtblöcken auch noch im politischen Klein-Klein noch in Deutschland streiten. So, Streit ist gut, offene Gesellschaft, Pluralismus, bin ich ein großer Fan davon. Aber wenn es darum geht, um unsere Urwerte, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, da braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Und ich werbe da auch ganz klar für einen, sage ich mal, antitotalitären Konsens. Und wenn wir den einmal haben, dann müssten wir im Blick auf China
Einigkeit haben darüber, dass es ein systemischer Rivale ist. Und dann müssen wir diese Idee nach Europa tragen. Da müssen wir aber nicht viel nach Europa tragen, denn viele Länder sind schon viel weiter als Deutschland. Und deshalb hilft es hier auch quasi eben nicht nur mit Paris zu sprechen, sondern auch mit Prag und mit Warschau. Und ich empfehle Olaf Scholz dringende Gespräche in Prag, denn die sind gerade im Hinblick auf China sehr viel weiter als wir. Und deshalb geht es nur. Wo sind die weiter als wir? Ja, dass man schon vor einiger Zeit angefangen hat, Dinge zu kritisieren, dass man vor einiger Zeit schon angefangen hat, auf bestimmte liberale Tendenzen immer wieder hinzuweisen. Ich erinnere an den Bürgermeister von Prag, ich war bei ihm im Büro, quasi die Ehrenbürgerkunde von der Stadt Taipeh über seinem Sofa hängen hat. Ne? Mhm. Da ist jeder Besucher, der ihn besucht im Rathaus in Prag, setzt sich auf das Sofa und sitzt unter dieser Ehrenbürgerurkunde der Hauptstadt von Taiwan. So, und das sind Statements. So, und das würde ich mir auch manchmal mehr wünschen, dass wir offen zu unseren Werten stehen. Das machen wir, aber die auch gemeinsam nach außen tragen. Und deshalb ganz wichtig, innere Kohärenz erstmal in Deutschland, aber auch gemeinschaftlich abgestimmtes Verhalten in Europa. Dann schaffen wir es. Wir haben erste Versuche gemacht. Wir haben mit Global Gateway tatsächlich Dinge schon organisiert, aber das ist natürlich noch zu wenig. Und es stimmt, dass wir natürlich deutsche Alleingänge unterlassen sollten. Alleingänge unterlassen sollten? Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang die Reise von Bundeskanzler Scholz? Ja, man muss deuten, wozu sie gedient hat. Und das, was ich herausgehört habe, ist, dass es nicht darum ging, extrem kritische Töne anzuschlagen und wirklich auch anzukündigen, wie sehr wir diversifizieren wollen. Das ist eher erst durch die Geste dieser Gerüchte um das Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium passiert, sondern das, was es eher angeheizt war, ja, dass wir eigentlich sehr enge Partner sind, dass wir unsere Investments vertiefen. Und das ist, glaube ich, gerade zur Unzeit auch gekommen. Jetzt, wo die Proteste da sind, ist man in einer anderen Erklärungsnot. Ich glaube, dass es nicht darum geht, wer besucht wann wen, sondern was erzählt man da? Also mit welcher Botschaft verbindet man das? Und da habe ich das Gefühl, es ist jetzt unglücklich gelaufen. Mhm. Wobei, da würde ich gerne widersprechen, denn man muss auch anerkennen, und das ist mir in der Debatte manchmal zu kurz gekommen, dass eben Olaf Scholz China als letzten der sogenannten P5-Staaten besucht hat. Und das ist schon an sich. Als Außenpolitiker ist mir natürlich Diplomatie bestens vertraut. Gibt es natürlich ganz starke diplomatische Zeichen. Und wenn ich quasi ein Land wie China, was quasi weltwirtschaftlich 20% des BIP beiträgt, so eine enorme Bedeutung hat, und ich besuche es als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland als letztes der P5-Staaten, ist das, was diplomatisch das Maximale ist, was er schon rausgeholt hat. Eine völlige Veränderung zu seiner Vorgängerin Angela Merkel. Olaf Scholz hat in Japan begonnen. Er war fast gleichzeitig als Pazifik-Konferenz. Er macht da schon andere Dinge als davor und das rechne ich ihm hoch an. Mehr geht immer, keine Frage. Dafür sind wir auch als Parlament da, um da auch die Regierung ein Stück weit immer sich hinterfragen zu lassen. Aber natürlich ist es so, und das habe ich gesagt, dass es als letztes von den B5-Staaten zu besuchen durch China ist schon ein starkes diplomatisches Zeichen und das ist überall angekommen. Ja, und ich glaube, dass es auch nicht darum geht, die gesamte Verantwortung für eine China-politische irgendwie Positionierung jetzt beim Bundeskanzler und seinem Auftritt und seinem Besuch zu suchen, sondern am Ende ist es dann doch recht ähnlich, wie im Ideal wir auch mit Katar umgegangen sind. Ob es jetzt diese eine Binde ist, die der Spieler trägt, da die große Debatte drauf zu setzen, ist vielleicht nicht richtig, sondern da gibt es ganz viele andere Akteure. Und wenn es um China-politische Selbstverständnisse geht, dann muss sich jeder von uns auch fragen, welches Mobilfunkgerät habe ich in der Hosentasche, wie nutze ich eben bestimmte irgendwie soziale Medien auch aus China, die dort die Algorithmen füttern. Also da geht es ja nicht nur darum, dass man die Verantwortung bei gewählten politischen Vertretern sucht, sondern ganz allgemein auch gesellschaftliche Verpflichtungen hinterfragt. Zeigt aber auch, wie schwer es ist, wertebasierte Außenpolitik letztendlich anzuwenden und durchzusetzen. Ich glaube, das ist das Wesen der Politik, dass es da Widersprüche geben muss und dass man die teilweise auch aushalten können muss. Ja, aber so schwer ist es gerade, wenn ich das einhaken darf, die, wenn Sie schauen, es gibt Länder, Malaysia zum Beispiel, die sich auf einen ganz tollen demokratischen Weg gemacht haben vor Jahren mit einer Frauenquote im Parlament, die höher ist als die Frauenquote im Deutschen Bundestag. Und ein wirklich ganz tolle Fortschritte gemacht hat. Und wenn man dann schaut, wie die Reisediplomatie der letzten Jahre eben in Asien gewesen ist, muss man konstatieren, und das hat mir der Parlamentspräsident in Kuala Lumpur gesagt, der letzte offizielle Vertreter einer Bundesregierung in Malaysia war Michael Kloos.
So. Und alle, die ein paar Tage älter sind, die können sich daran erinnern, wann Michael Kloß in Deutschland Wirtschaftsminister gewesen ist. So. Und das ist natürlich die Frage, die sich alle fragen in der Region. Was bringt es mir, demokratisch zu sein? Und ich glaube, wenn Sie sagen, ist wertebasierte Außenpolitik so schwer? Ich würde sagen, es ist herausfordernd, aber es ist nicht unmöglich, wenn man halt eben denjenigen besonders an sich bindet und besonders, sage ich mal, sich besonders um die Länder kümmert, die die gleichen Werte teilen. Und ich, dann wissen die Menschen auch, das macht Sinn, wenn ich halt eben das und das werde, wenn ich ein demokratisches System habe, wenn ich frei wählen kann, wenn ich Menschenrechte achte, dann geht das quasi mit einer ganz besonderen Nähe mit Europa, mit Deutschland einher. Aktuell ist aber der Eindruck ein anderer bisher gewesen, dass sie gesagt haben, egal wie ich mich anstrenge, egal wie demokratisch ich werde, die Kanzlerin reist eh immer nach China. Und das müssen wir ändern. Und das haben wir im Koalitionsvertrag dokumentiert. Und da bin ich stolz darauf, dass wir jetzt wirklich einen neuen Schritt auch eingeleitet haben. Das zu ändern wird aber schwierig. Also der Westen weist zwar immer darauf hin, dass Menschenrechtsverletzungen in China stattfinden, vor allen Dingen gegenüber den Uiguren, aber auch wenn es darum geht, Freiheitsrechte in irgendeiner Form dort zu manifestieren, sind die Autokratien den Demokratien inzwischen da ein Stück weit auch überlegen? Nein, als Liberaler und freier Demokrat sage ich das noch, die Freiheit ist das Höchste, was man erreichen kann. Dass man selbstständig sein Leben organisieren kann, dass man nicht abhängig ist von anderen Dingen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es unser aller Anstrengung sein muss, weltweit dafür zu sorgen, dass irgendwann alle Menschen diese Freiheit genießen dürfen. Aktuell, und das ist leider so, geht die Anzahl der Menschen, die diesen Luxus haben, wie wir in Freiheit zu leben, sukzessive zurück. Es leben mehr Menschen in unfreien Systemen als in Demokratien, in freien Systemen. Und deshalb ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass wir denjenigen, die halt eben nicht für sich selbst sprechen können, eine Stimme geben und für Demokratie, Menschenrechte weltweit aufstehen. Ich glaube, dass die Stärke dieser autoritären Systeme, wie es scheint, immer kurzfristig ist. Sie ist immer auf ein oder zwei Generationen bedacht. Es geht darum, eben zum Beispiel in einem Überwachungsstaat soziales Verhalten zu messen, damit man eben mögliche Konflikte schon mal vorhersehen kann und dann drosseln kann. Und ich glaube, dass es eine Kurzfristigkeit ist. Demokratische Staaten sind qua Natur, weil sie eben in sich kohärent sind, die stabileren Staaten. Mhm. Und darum glaube ich, dass es nicht unbedingt bei wertebasierter Handelspolitik oder wertebasierter Außenpolitik darum geht, aus einer moralischen Überlegenheit oder aus einer wirklichen Wertekonstanz zu agieren, sondern es geht im Grunde auch immer ums Eigeninteresse, dass wir wissen, das sind die stabileren Partner. Hat China sich, wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, zu Beginn der Corona-Pandemie sich selbst gefeiert, dass es eben quasi überlegen ist, auch dem westlichen System gegenüber, wenn es um die Eindämmung des Coronavirus geht. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Das hat China sogar von außen durchaus Anerkennung an der einen oder anderen Stelle eingebracht. Das hat sich nun geändert, auch durch die Proteste. Was lehrt uns das denn, wenn wir dann die Stärken und Schwächen von Autokratien im Inneren bewerten wollen? Dass die Systeme langfristig nicht funktionieren, weil sie sich gegen etwas ganz Menschliches richten, nämlich den Freiheitsdrang der Menschen. Und dass es natürlich eine Zeit lang gut funktionieren kann für diese Diktaturen, wenn sie die Kommunikation, die Information irgendwie beherrschen, wenn sie die Infrastruktur kontrollieren, wenn sie die Leute niederknüppeln und einsperren. Das kann auf den ersten Blick Angst machen. Das lässt manche Leute auch scheu werden. Das lässt sie loyal erzogen sein. Und trotzdem merkt man heute, dass auch gerade die Jugend in China, die eben nicht mehr Zugriff hat auf ausländisches Internet, die eigentlich gar nicht sich so organisieren kann, wie wir es aus anderen Ländern kennen, wie wir es aus dem Iran jetzt kennen, wie wir es aus dem arabischen Frühling auch schon kannten, dass es trotzdem reicht, um aufzubegehren und dass es die Leute ansteckt, nicht weil sie etwas lernen müssen, sondern weil es etwas zutiefst Menschliches in ihnen anspricht. Vor ein paar Wochen hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass es überhaupt Proteste in China geben wird. Jetzt sind die Proteste da. Was wollen die Menschen erreichen und was glauben sie, was ist da möglich? Ja, ich glaube, man muss es abschichten. Ich glaube, zuerst sind die Menschen überwiegend auf die Straße gegangen gegen die unglaublich repressiven, freiheitsbeschränkenden Maßnahmen während der Corona-Politik.
Und die auch immer noch anhalten. Die immer noch anhalten, jetzt quasi offiziell angeblich gelockert werden sollen, weil jetzt Omikron die Erkenntnis gereift, dass das jetzt nicht mehr so dramatisch ist wie sonst. Aber man muss sich vorstellen, das sind ja Häuser verbarrikadiert worden, das sind zugenagelt, zugeschraubt worden, die Leute durften das Haus nicht verlassen. Und dagegen haben sich Menschen zur Wehr gesetzt. Allerdings weniger, als wir das manchmal uns wünschten. Und dabei ergänzend waren eben auch Menschen, die grundsätzlich im Rahmen dieser Corona-Politik Kritik sich auch für mehr Freiheit ausgesprochen haben, auch gegen das Ende von Xi Jinping und so. Das ist historisch. Das hat es so seit über 30 Jahren in dieser Dimension nicht gegeben. Das müssen wir anerkennen. Aber wir müssen aber auch genauso aktuell zur Kenntnis nehmen, wie schnell die Dinge wieder beendet sind und wie tief, ich hatte es eingangs gesagt, die Partei in das hineinregiert und wie schnell die Leute sich auf das nicht mehr getrauen. Und Sie überlegen, die Kommunistische Partei Chinas hat jetzt knapp 90 Millionen Mitglieder. So, da können Sie sich vorstellen, wie viele Lebensbereichen die unterwegs sind und wie viele Menschen sich natürlich auch wieder einschüchtern lassen. Und das ist der große Unterschied auch zu anderen Systemen. Durch diese extreme Verankerung, Verflechtung bis in kleinste Winkel der Gesellschaft dieser Partei macht es den einzelnen Menschen, dem Individuum sehr, 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 sehr schwer, hier eine organisierte Protestwelle zu organisieren. Wenn ich mir das so anschaue, habe ich den Eindruck, dass die laute Unterstützung für Demonstrationen und Proteste für China von uns aus gesehen nicht so laut ist. Also die Unterstützung der Demonstranten im Iran ist sehr viel lauter. Woran liegt das? Ich glaube sowieso keiner, dass es zu Erfolg führt oder dass es weiterführt. Ich glaube, das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich würde erst mal zustimmen, dass man genau deuten muss, was da überhaupt passiert. Es ist nicht so, dass die ganze Jugend auf die Straße geht, weil sie das System verändern will. Das sind manche, die auf die Straße gehen, weil sie gegen einzelne Corona-Maßnahmen sind. Das sind manche, weil sie gegen die Corona-Politik dort im Allgemeinen sind. Das sind wieder andere, die sagen, die Repressalien wollen wir auf Basis dieser Proteste nicht akzeptieren. Dann sind es andere, die sagen, ja, es ist doch etwas Systemisches und dagegen möchte ich protestieren. Und das muss man genau deuten. Ansonsten kann so etwas passieren wie beim arabischen Frühling, dass wir uns alle einfach zu früh freuen und dann nämlich der Winter kommt und es den Leuten eigentlich noch schlechter geht, weil dieses Regime einfach vorgewarnt ist, was passieren kann und wie daraus auch die Lehren zieht, wie genau so etwas nicht wieder passieren kann. Ich glaube, warum die Proteste, auch wenn es um Katar geht, wir haben einfach im Medial so prominent über diese One-Love-Binde von Manuel Neuer gesprochen. Im Iran sind es natürlich auch die Frauen, es ist eine Frauenbewegung. Wir haben viele auch die Nachhaltigkeits- und Klimaproteste in Europa sind auch stark geprägt von jungen Frauen. Ich glaube, dass da wahnsinnig viele auch Symbole mit einer Rolle spielen. Inwiefern ist es denn in unserem Interesse, dass eine Destabilisierung in China stattfindet? Nein, also das, wenn Menschen für Freiheit auf die Straße gehen und für individuelle Menschenrechte auf die Straße gehen, dann sollte man nicht im gleichen Maße abwägen, ist das jetzt eine Destabilisierung oder nicht. Ich glaube, dass man als liberale Demokratie, egal ob man jetzt Union-Angehörige oder FDP-Mitglied ist, sind wir alle dafür, dass Menschen frei ihr Leben gestalten können. Und alle, die auch für Menschen sprechen sollten, die eben nicht in ihrem Heimatland dafür organisieren. Ich habe jüngst den Weltkongress der Uiguren in Prag eröffnet mit einer Keynote. Und die unfassbare das sind ja keine Geschichten, Tatsachenberichte von Frauen gehört. Und dann ist nicht ein Weg zu weit, um für diese Menschen zu sprechen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir in Europa eben auch nicht dem Narrativ von der Kommunistischen Partei Chinas übernehmen, indem wir von dem Volk sprechen. Denn das ist ja eines der Hauptinitiativen dieser Einheitsfront, Politik, die quasi die Kommunistische Partei Chinas macht, wie übrigens alle kommunistischen Parteien, das gilt für Russland, das galt für die SED, das gilt eben jetzt auch für die Kommunistische Partei Chinas, dass man quasi die ganze Gesellschaft organisiert, für sich selbst beansprucht, man spricht für das Volk und jedes Kritik
an der Partei ist dann gleichzeitig auch eben Kritik an dem Volk. Und da gibt es aber eben auch in China Menschen, die eben diesen ganzen Propaganda-Dingen eben noch nicht unterlegen sind, obwohl es schwierig ist, sich da zu entziehen. Man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, wie herausfordernd das ist, wenn du kein Internet hast, wenn du von jeglichen Informationen abgeschottet bist, trotzdem noch so einen extremen Antrieb für Freiheit, für Demokratie und Menschenrechte zu organisieren. Und deshalb sollten wir da an der Stelle deiniger stehen und gemeinsam mit denen Politik machen. Und was das bedeutet, unsere Friedrich-Naumann-Stiftung, die Stiftung für die Freiheit, die darf nicht mehr tätig sein in China, weil wir halt eben als ausländische Agenten wahrgenommen werden. Und da geht es halt ganz vielen Organisationen so, die halt eben sich sukzessive eben aus China zurückgedrängt werden, weil alle, die auch nur einen Hauch von einem pluralen Ansinnen hineinbringen, andere Perspektiven eröffnen, werden halt im Keim erstickt. Und das ist eine höchst dramatische Entwicklung in den letzten Jahren, die man nicht nur anerkennen muss, sondern die man aktiv begegnen muss. Und das macht ja auch die Bundesregierung jetzt mit der Erstellung einer China-Strategie, die im Auswärtigen Amt jetzt gerade erarbeitet wird. An Sie auch nochmal die Frage, inwiefern ist es denn im Westen, im Interesse des Westens, eine Destabilisierung in China zu erreichen? Es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wer überhaupt ein Interesse daran hat, dass wir glauben, wir wären so vulnerabel. Das sind genau diese Regime, die davor warnen, ihr könnt euch nicht freuen für die Proteste, denn ihr seid so abhängig von uns. Ihr könnt euch nicht diversifizieren, denn die Abhängigkeiten sind schon groß genug. Das ist genau im Interesse dieser Regime. Bei uns geht es ja darum, dass wir politische Handlungsfreiheit gewinnen. Und die gewinnen wir dadurch, dass wir aufpassen, wo wir verflechtet sind, dass wir zukünftig schauen, wo wir uns besser investieren können und wo vielleicht nicht. Und genau diese Freiheit haben wir jetzt schon. Und uns einzureden, dass wir ja nicht die politische Instabilität der anderen befürchten dürfen, das ist im Interesse genau dieser Regime. Mhm. Oder ganz ergänzend. Wenn ich überlege, als ich so alt war wie meine Töchter jetzt, da war für mich quasi kurz vor Hof auf sächsischer Seite Schluss mit dem Reisen. So. Und hätte man sich da in Bonn ähnliche Gedanken gemacht, wie schwierig ist da eine Destabilisierung der Deutschen Demokratischen Republik? Wie wirkt das? Ich hätte mir gewünscht, es wäre viel eher destabilisiert worden, denn da hätten vielleicht auch meine Eltern schon in ihrer Jugend die Möglichkeit gehabt, eben Freiheit zu genießen. Aber leider ist das ausgeblieben. Deshalb glaube ich, sollten wir, wo immer es geht, für Freiheit und Demokratie einstehen. Wir sind quasi am Ende der Sendung und ich würde gerne mit der Schlussrunde bei Ihnen beginnen, Frau Kinnert. Wie können wir uns aus den Abhängigkeiten gegenüber China ein Stück weit befreien und was müssen wir da tun? Ich glaube, dass nach wie vor wichtig ist, und darüber denke ich auch schon seit dem russischen Überfall nach, dass wir eben multilateral miteinander verbunden sind. Das ist wichtig für unser kulturelles Verständnis füreinander, das ist wichtig für unsere Freundschaften zueinander, das ist wichtig, dass Partner auch voneinander motiviert sind. Und trotzdem muss auf dem Prüfstand, wo genau das der Fall ist und wo es eben nicht der Fall ist. Und wenn es ein Ungleichgewicht gibt, weil Regime bei uns an kritischer Infrastruktur, an kritischen Technologien beteiligt sind, dort einen Einfluss ausüben, der für uns gefährlich ist, dann sind es genau die Felder, wo wir vorsichtig sein müssen. Wenn es andere Felder sind, wo der Arbeitsmarkt vielleicht sprießen kann, wo es darum geht, Kreativität und Innovation zu teilen, wo es auch darum geht, durch unsere Lebensfreude, die in der digitalen Welt und unser Lebensempfinden bei uns, das von Freiheit und Demokratie geprägt ist, wenn das über digitale Töne ansteckend ist, dann sind das natürlich Bereiche, von denen ich warnen würde, die schließen zu wollen. Was müssen die nächsten Schritte sein, um die Abhängigkeit von China ein Stück weit einzudämmen? Ja, sich gemeinsam mit unseren Partnern, als Beispiel Japan, überlegen, wo habe ich Abhängigkeiten, identifizieren und dann gemeinsam, nicht nur in Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa, sondern Europa mit USA, wir beide dann gemeinsam mit unseren demokratischen Partnern Indien, Japan, Südkorea, Australien, quasi, ich nenne es mal, einige prägen den Begriff der globale Süden. Genauso gibt es halt eben auch die Global West. Und diese gemeinsamen müssen wir halt eben schauen, wie wir als Demokratien gemeinsam für die Dinge organisieren, die halt Freiheit ausmachen. Freiheit der Seewege, Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das ist elementar wichtig und halt auch weitergehen, zum Beispiel auch mal gemeinsame Rüstungsprojekte zu organisieren,
und mit Japan vielleicht. Und dass wir halt eben viel, viel enger leben, nicht nur Europa, USA, sondern eben Europa, USA plus eben Australien und Japan organisieren. Weil da sind viele Länder schon viel weiter bei den Gedanken im Hinblick auf China. Und da sollten wir zuhören und lernen und gemeinsam die Zukunft als Demokraten gestalten. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden zum Thema China. Wo stehen wir da? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix und morgen um 22:15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen.